genießen. Also das haben Sie auch zu Recht gesagt, das ist ein Paradox. Es ist eigentlich die effizienteste Art, uns überhaupt den Genuss zu verderben, weil wir sind beständig damit konfrontiert, dass das, was wir genießen können, noch nicht genug ist. Also es ist ein bisschen eine andere Kritik als beispielsweise die Frankfurter Schule macht, wenn sie sagt, der Kapitalismus kann mit dem Konsum die Leute befrieden. Und das wäre quasi das ideologische Moment, mit dem die Menschen in den Kapitalismus eingebunden sind, also der Konsum, der Kaufrausch. Lacan sagt, über das Angebot hinaus ist das ein unglaublicher Druck. Er formuliert das eben so, dass er sagt, es ist ein Über-Ich-Befehl zu genießen. Also wenn wir das wieder theoretisch fassen, könnten wir sagen, das Über-Ich der ödipalen Struktur hat das Genießen verboten oder nur einer Person, nämlich dem Vater, vorbehalten. Das Über-Ich dieser postödipalen Struktur macht etwas ganz anderes. Es gebietet uns zu genießen, also das Genießen wird sozusagen zu einer Pflicht und sogar zu einer gesellschaftlichen Pflicht. Also es ist nicht nur die Klage darüber, dass wir einfach zu viel leben, dass wir hedonistische Wesen geworden sind und nicht mehr sozial, sondern Lacan kehrt das um und sagt, das ist ein Trauma für das Individuum, weil es beständig dazu aufgerufen ist, mehr zu genießen und weil es darin verkennt, dass ein absoluter Zugang zum Genießen für den Menschen unmöglich ist. Eben, der Anachoret oder der Asket oder der Zen-Buddhist haben das erkannt, dass das ein Zwangsmechanismus ist, und also ziehen sie sich aus der Welt zurück und hoffen, dass in der Genießensverweigerung, in der Begehrensverweigerung, in der Begehrenseditierung die Lösung vom Problem, die Lösung des Problems geschaffen werden könnte. Es geht so weit, dass auf Athos keine weiblichen Wesen, sei es Hund oder Katze oder andere menschliche Sprechwesen, dorthin kommen könnten, weil sie so viel Angst vor den Pheromonen haben, die sie korrumpieren könnten. Diese Askese ist ein ebenso phantasmatischer, hysterischer Verwerfungsversuch der Unmöglichkeit der Unmöglichkeit, aber sie führt in einer nächsten Linksdrehung wieder zum Diskurs des Herrn, wie wir aus der Geschichte wissen, wenn man zum Beispiel die Mystik, die in den Katholizismus einbricht, sieht und die dann nicht zur Renaissance, aber zum Barock zum Beispiel führt. Diese Schwankungen in der Geschichte sind wiederholt nachweisbar.